Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Luigi's Hidden Mansion. Ich bin Brötschmel und ich zeige euch damit, die Coinless Challenge ist hiermit offiziell beendet und ich werde den Rest des Spiels jetzt, wie jeder anderes auch tut, Wario-like gehen. Ich werde einfach jeden Scheiß aufsammeln, der mir irgendwie unter die Füße kommt. Also ich muss sagen, ich habe ja die Coinless Challenge schon einmal gemacht und da hat sie mir ziemlich Spaß gemacht zu machen, aber ich kann verstehen, dass es für ein Let's Play hier ein bisschen langweilig ist, wegen dem ganzen Warten halt. Jedenfalls sammeln wir uns den nächsten Bu auf. Den haben wir ja noch nicht bekommen und komm. Nee, du, da bist du doch wieder, Ich werde jetzt aber auch nicht 100% wahrscheinlich jeden kleinen Penny einsammeln, der irgendwie hinter dem Sofa von der Großmutter liegt oder so. Ich werde wohl einfach so alles kommen, was mir unter den Weg kommt, und ich werde das Spiel unter dem Motto spielen: Hidden Mansion ist schwer genug. So, und da haben wir erstmal den ersten Buu wieder gefangen für diese Folge. Alles klärchen. Und da ich sowieso Geld einsammeln sollte, ist es keine Gefahr für mich, in diesen Roman zu gehen. Da war schon eine Tour, ja. Hier, hinter diesen Klorollen. Was kommt denn? Da kommt bestimmt ein cooler Text, oder? Naja, ich kann weil überhaupt keinen Luigi-Akzent, deswegen versuche ich ihn gar nicht erst. Er hat bei mir einfach voll die Deppenstimme jetzt mal. Naja, wenigstens würde das Klopapier nicht ausgehen, aber... Jedenfalls, wenn man dieses Mauseloch... Dann kommt hier ein Sog und man wird getötet. Ich weiß, dass ich erstmal zurück will. Ja, man sieht ganz viele Truhen hier, aber... Keine Sorge, ich gehe da gleich schon hin. Keine Sorge, ich will nur vorher das Feuer hier holen. Man netterweise an dieser Kerze hier holen kann, so, dankeschön. Und ist hier oben nicht Geld drin? Keine Ahnung. Ich komme nicht ran, ich bin zu weit weg. Komm, Luigi. Hui! Und jetzt wollen wir mal die sagenumwobenen Truhen hier öffnen, die so schön glitzern und glitzern. Und Bilder, yay! Und der erste ist gleich ein Scheiger. Okay, deswegen, naja, warum ich das Feuer geholt habe, das seht ihr gleich noch. Aber auf jeden Fall sind die auch böse Buben drin. Da, oh ja, die Shy Guys, die haben... Ich sterbe gleich wieder. Das wäre eine geile Folge, wenn ich direkt sterbe. Versuchen wir das zu unterlassen, das mit Sterben. Und ich werde jetzt erstmal den Kronleuchter durchforsten. Oh, Geld! In der großen Truhe ist auch ein Shy Guy. Komm her. Du bist meiner. Yay! Oh, ein Herz, das werde ich auf jeden Fall gebrauchen. Noch ein Herz, yay! Und noch... Okay, das ist auf jeden Fall geändert in der Hidden Mansion. In der normalen ist hier viel mehr Geld drin. Hier sind auch Besuch drin, aber hier ist viel mehr Geld drin. Da kann ich auf jeden Fall das Licht anmachen. Das mache ich erstmal noch nicht. Hier ist Geld drin, yay! Und hier ist noch ein Scheiger drin. Hier ist ja gar kein Geld drin. Yeah, komm her. Suck it. Okay. In den restlichen beiden Truhen ist also was Nützliches drin. Beziehungsweise Geld, also was... Oder gar nichts. Hier ist noch ein bisschen Geld, aber nicht viel. Muss man schon sagen. Hier ist ja auch noch was an den Seiten. Yeah, ein Goldbarren. Hooray. Und jetzt werden wir das Licht erstmal anmachen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich glaube, das habe ich bisher noch nie gemacht, das Licht. Ich dachte nur, hier werden... In der originalen Villa ist das so, dass hier Geister sind, wofür man die Feuerfähigkeit braucht. Und dann ist man ein bisschen angeschmiert, wenn man die natürlich nicht hat. Licht bringt nichts. Yay! Und in der grünen Truhe ist Geld drin, also nehmen wir das noch mit. Ja. Zwei... Yay, einmal Rubin und ein Smaragd. Hooray! Yay! Oh, noch ein Rubin? Nee. Hä, hey, habe ich nicht gerade schon... Egal. Jetzt wollen wir natürlich auch noch den Geist holen. Denn das ist der größte Sinn, warum man hier hingehen sollte. Allerdings, wo ist er? Wo ist er? Da ist mein Radar. Da schlägt mein Radar aus. Und ein Ball. Ein Ball. Bälle sind auch schön, aber ne. So. Okay, der hat nur 50 KP. Was will der eigentlich? Aber er haut trotzdem ab. Mensch.
Aber Luigi, fotografier das Mauseloch. Oh, Luigi putzt erstmal in den Raum so langsam wie möglich rein. Na, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh yeah. Zack, zack, zack. Und da haben wir wieder Buu eingesammelt und schön. Okay, jetzt wollen wir weitermachen, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar bei dem Hund. Oder passiert jetzt sogar vielleicht das, was manchmal passiert, wenn man hier lang geht? Ja, die goldene Maus kommt und die Dorfgeld. Gut, dass sie in dieser Folge kommt, wo ich die Challenge schon aufgehört habe. Yay. Ah, nicht weg damit. Und wir wollen hier rein. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, heute sammeln wir das Geld ein. Noch mehr Diamanten. Puh, like a boss. So, und wo ist jetzt der Soweit ich weiß, haben wir den sogar schon KP abgezogen. Ich weiß allerdings nicht, ob die KP so bleibt. Wenn man das Spiel einmal ausmacht zwischendurch. Irgendwo bist du drin. Komm, zeig dich. In der Tischdecke. Zieh die Tischdecke weg. Yay. Wo bist du? Im Stuhl. Im Stuhl. Oh Mann. Hier bist du irgendwo. Nope, 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 nope. Ja, wo bist du denn? Ja, sag mal, wo bist du denn? Sag bloß im Bild. Hier irgendwo. Ja. Okay. Super Puppe. Hau bloß nicht so weit ab. Aber ich krieg den noch. Oh yes. Und er ist in den Flur abgehauen. Okay, wollen wir da ihn erstmal. Den wollen wir stellen. Den kriegen wir jetzt. Auch wenn er in diesem blöden Flur ist. Warum bist du nicht in diesem Flur? Ihr habt alle gesehen, wie er hier abgehauen ist, oder? Sowas finde ich komisch. Aber ich würde sagen, den haben wir verpasst. Den müssen wir irgendwann später nochmal holen. Oder gar nicht. Oder... Ja, das sind eigentlich die Möglichkeiten. Okay. Hier haben wir auch noch einen Boot zu holen, sehe ich. Jedenfalls leuchtet es hier ein bisschen. Ja, wo bist du denn? Ist hier noch ein bisschen Geld drin? Autsch! Das war blöd, weil jetzt habe ich kaum noch KP. Ja, sag mal. Wo ist denn der bitte schön? Läuft ja gar nicht hier. Überall Geld. Erstmal die Tischdecke wegziehen, würde ich sagen. Hier, irgendwo da oben oder so. Ne? Okay, warum ist der Radar nicht ausgeschlagen? Nee. War das sogar der Gefangene gerade eben noch? Ist ja vielleicht hier in Abgehauen. Oh Gott, der tötet mich gleich. Ich muss auf jeden Fall gleich erstmal irgendwo KP holen. Das hat so keinen Sinn. Aber die Tischdecke. Komm, komm, ich kriege ich jetzt. Ich habe Angst, dass du gegen mich gegenfliegst. Deswegen halte ich doch meinen Sicherheitsabstand. Okay, alles klar. Bla bla. Okay, wir haben 10 KP, wir gehen jetzt weiter. Und der nächste Part ist gar nicht so einfach. Warum mache ich das? Ich sterbe wahrscheinlich. Okay, hier haben wir den Hund. Den müssen wir Wasser in seinen Napf machen, wenn ich das richtig weiß. Weil wir haben Wasser. Soweit ich weiß, müssen wir was an seinen Napf machen. Oder was müssen wir mit dir machen? Was müssen wir mit dir machen? I don't know. Okay. Wir müssen diese Blume da gießen anscheinend. Und jetzt kommt hier so ein Skelett. Oh, Skelett. Oh, nicht mehr drauf. Okay, gute Nacht. Bis gleich. Bis gleich. Ich hab gar nicht gespeichert. Yay. Fug. Oh Mann. Und das ist das Gute an den Boost, die man immer einfängt, weil bei jedem Boost speichert man ja. Ja, und deswegen konnte ich eigentlich direkt wieder hierher gehen. Das ist cool. So, jetzt weiß ich, was ich machen muss.
erstmal Wasser holen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr KP und das sollte alles ganz gut klappen. Oder nicht? Machen wir doch Wasser an deiner Freund. Ach ja, und ihr seht ja, ich habe diese Blume da gewässert gerade. Das muss man anscheinend jetzt gar nicht machen, aber es hat später einen tieferen Sinn und den werde ich euch zeigen. Allerdings noch nicht jetzt, weil ich das jetzt noch nicht machen kann. Ihr werdet schon früh genug erfahren. Oh Gott, dieses Schild. Und wo kommt man? Ah, okay. Muss man einfach Wasser auf das Beet machen oder wie? Ah, oh, der Hund. Und er hält sich auch noch. Wow. Zieht erstaunlich viel ab. Komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Er hat Skelett getötet. Und er lässt diesen Knochen da. Und ist es ein Hund? Er geht natürlich auf die Knochen. Einmal, komm, wir kriegen dich mit einmal. Wir kriegen dich mit einmal. Yes. Und Keule ist ständig keine Perle eingesammelt. Aber Leute und Kehr. Das war sogar eine richtig fette Perle. Soweit ich glaube, diese dicken fetten Perlen, wo ich jetzt eine von habe, kommen auch nur, wenn man den Boss irgendwie mehr als 70 KP oder irgendwie sowas abzieht. Glaube ich, weiß ich nicht. Und ich habe euch das mit dem Mauseloch gezeigt. Hier ist was ähnliches. Ui. Nur diesmal ist es storyrelevant. Diesmal muss man es machen. Und das sieht schon mal nicht gut aus. Ein Friedhof. War hier nicht in der Röhre was? Oh yes. Aha. Wo doch überall Geld versteckt ist. Und Herzen, 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 Herzen. Ich glaube, in einer normalen Villa ist hier auch ein großes... Oh Gott, wie viele? Oh Gott. In der normalen Villa sind drei hier. Und das fand ich damals schon schwer. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Auch wenn es 5 sind oder 6 oder wie viel das auch immer gerade waren. Naja. Umso näher man übrigens mit der Glühbirne dran ist, umso länger bleiben sie erstarrt. Also wenn man von Weitem drauf leuchtet, bringt das nicht so viel. Außer man will sie verscheuchen. Yes! Komm her, komm her, komm her. Nicht bevor der Knochen nicht... Okay. Deswegen lohnt es sich auch mal, die Taschenlampe auszumachen. Komm her. Ja, das haben wir doch geschafft. Sauber. Oh Gott. Okay, haben wir vielleicht noch ein Herz hier irgendwo? Das wäre auch zu schön, oder? Es wäre zu schön. Wollen wir hier rangehen? Oh. 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 Okay, es ist Zeit für den nächsten Bosskampf. Get down to this. So. Also, das erinnert doch stark an den Steinboss, Steingeisterboss, wie auch immer er heißt, bei Super Mario Galaxy. Erinnert mich jedenfalls daran, ist so ein rundes Gebiet und er ist auch ein Geist und ja, ich finde, er hat ein bisschen was davon. Der Boss kann an sich nicht gerade so viel, außer dass man doch irgendwie seine Minions auf ihn drauf steuern muss. Aber wo ist er denn? Das ist nicht der Rot, das ist nicht der echte, oder? Das ist hier so ein Trottel, den ich auf ihn rausspucken kann. Wo ist er denn? Hallo? Da kommt er natürlich. Also man muss jedenfalls seine Hilfsleute hier aufsaugen und ihn auf ihn rausspucken. Und warum? Wo ist er denn? Da ist er. Und ich verfehle. Er ist, glaube ich, nur sehr kurz da in der Hidden Mansion. Man kann natürlich die Großen nehmen, mit denen trifft man besser. Aber wenn man die zu lange saugt, dann gehen sie auch kaputt. Puff! Verfehlt. Oh Gott. Das wird ja nichts. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Sehen da unten, nicht sehen da unten. Verfehlt. Der bleibt echt nicht lange da. Da muss man echt richtig schnell ziehen. Da muss man schon gefasst sein. Okay. Treffer! Nein, zu lange gewartet. Der bleibt ja echt nicht lange da. Da ist er. Ach, ich verfehl da sogar noch. Okay, wo kommst du, wo kommst du, wo kommst du? Yes, und? Saugen, und das war richtig sauschlecht. Und ich sterbe gleich wieder. Weil ich
Oh Gott. Ich habe ihn gar keinen Treffer gemacht. 2 KP oder so. Erstmal euch weg mit euch. Mal ein bisschen Platz machen. Noch mehr. Ah. Alter, ich habe mit 18 KP jetzt. Was soll das? Ich habe den Boss auch als schwersten Boss von dem Spiel in Erinnerung. Aber das ist hier die Hidden Menschen. Da kann mich alles täuschen. Boah, wie viel von den Geist ankommen und wie kurz er nur da ist. Puh, das ist echt nicht ohne. Wo bist du, wo bist du? Oh, wie soll man da zielen? Also ich werde sowas von sterben, ich sehe es schon. Da bist du! Weil einfach jetzt gegen irgendeinen Geist gegenrennen, da kann ich nichts gegen machen. Da habe ich jetzt freiwillig aufgehört, weil das war mir zu riskant. Und ich ziehe noch nicht gerade viel KP ab. Kann man nur echt nicht sagen. Jetzt kommen sie alle wieder. Ich muss hier wegmachen. Das hat keinen Sinn. Okay, wo bist du? Da. Oh yes, der ist gut. Da ist natürlich ein großer Geist. Wenn ich den Boss mit den 18 KP jetzt noch schaffe, dann finde ich mich selber gut. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Du bist gar nicht da, egal. Erstmal weg mit den ganzen Geistern hier, das sind zu viele. Na, der war schlecht. Da wollte ich nicht treffen. Der Bosskampf zieht sich und zieht sich. Und wenn ich sterbe, dann ist schon blöd. Und Treffer. Nicht, natürlich nicht. Treffer! Und weg, tot, tot machen, tot machen, tot machen, tot! Yes! Gut! Okidoki! Kriegen wir noch ein Herzchen? Nee, nee. Das wäre zu viel, das wäre zu viel. Oh, da gehen wir hoch. Luigi, hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, als der Blitz einschlug. Warum schaust du nicht vorbei? Wie? Du fürchtest den Blitz? Ich habe ihn schreckweg beschädigt. Nein. Selbst wenn der Glück ein Stück Kohle aus dir gemacht hätte, der schreckweg 0816 bekäme nicht mal einen Kratzer ab. Ja, so sieht's aus. Okay. Dann haben wir das Kapitel Nummer 2 geschafft. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Es gibt 4 Kapitel zum ganzen Spiel. Das heißt, theoretisch haben wir das ganze, das halbe Spiel schon durch. Allerdings, das erste Kapitel war ja echt mal nicht lang. Und soweit ich weiß, das dritte und vierte sind am längsten. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Und deswegen stampfen Wasser. Und oh yeah, das war der Boss. So sieht's aus. Oh, das Tanzpaar. Mein erstes Game Over. Oh no, no, no. Oh, der Fetti. Und der Hund, der hat ein ganz stylisches Bild in schwarz. In schwarz-bunt. Schwarz-bunt. Ja, der Hund ist schwarz. Und der Hintergrund ist bunt. Bereich 2. Ja, wir haben sie gerade schon gesehen. Und da sammeln wir unser erstes Geld ein. Das haben wir alles nur in dieser Folge eingesammelt. Das muss man mal bemerken. Echt jetzt? Ich habe etwa die Hälfte eingesammelt von meiner insgesamten Highscore. In dieser einen Folge, die etwa jetzt 20 Minuten geht oder weiß was ich. Und da war ein Bosskampf drin. Da sammle ich kein Geld ein. What the fuck? Ich habe einfach nur zu viele Juwelen eingesammelt in dieser Folge. Das war echt krass. Weil so viele Juwelen gibt es dann doch nicht im Spiel. Jedenfalls speichern wir sie jetzt. Und dann würde ich sagen... Oh ne, ich zeige euch noch kurz was. Ich zeige euch noch... Weil ich mache ja nicht die Coinless Challenge. Deswegen werde ich euch jetzt einmal die Wohnung zeigen, die man bekommen würde, wenn man kein einziges Geld einsammeln. Und dann würde ich sagen, ich bin Birchman. Blarr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 r